Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar werden wir uns mal mit dem neuen DLC beschäftigen, was für manche überraschend kommt, wiederum für manche nicht. Das neue DLC kommt am 12.12. raus. Das passt ja irgendwie von Datum. Aber Leute, Rockstar hat gestern schon einen Trailer veröffentlicht zum neuen DLC. Und in diesem Video werden wir diesen Trailer mal analysieren. Im Hintergrund seht ihr mal den Trailer ganz normal, ohne geschnitten oder sonst irgendwas, wie es generell aussieht. Aber wir werden es natürlich mal alles ein bisschen anhalten, ein bisschen langsamer abspielen lassen und schauen, welche versteckte Details im Trailer drin sind und was wir alles bekommen werden. Aber bevor wir jetzt mit der ganzen Analyse jetzt beginnen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, ein Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Analysen von Trailers nicht mehr verpassen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal mit der Analyse an. Als erstes kommt so eine Szene, wo ein Typ reingeht und zwar in einen großen Hörsaal, ein recht modernen Hörsaal, muss man auch dazu sagen, also generell technisch High-End. Und wir sehen an der Wand schon ein paar Bilder. Wenn wir jetzt mal genau hinsehen, in der Mitte sehen wir einen neuen Kampfhelikopter, den wir bekommen werden. Ganz rechts oben sehen wir ein neues Fahrzeug, was wir bekommen werden. Und rechts unten ist halt die Location, wo vielleicht mal was abspielen könnte. Aber wenn wir jetzt genau hinschauen, links auf dem Bildschirm, sehen wir die ganze Karte und daneben unten klein die Karte in Rot. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen, werden wir am 12. sehen. Auf jeden Fall sehen wir schon Lester. Er leitet ja die ganzen Raubüberfäller, Heistmissionen. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant und vor allen Dingen sehr modern. Aber ich würde mal sagen, schauen wir mal weiter. Als nächstes sehen wir einen neuen Typen, der uns was erklären möchte. Wahrscheinlich etwas zur Mission, zum Raubüberfall. Wir sehen ja auch schon jetzt da links oben bzw. links Mitte paar rote Punkte markiert. Vielleicht findet dort ja ein Überfall statt, aber so genau können wir das jetzt natürlich auch nicht wissen. Und wie gesagt, Leute, die ganze Karte rot markiert, klein rechts daneben. Aber na gut, mehr sehen wir jetzt auch nicht, außer dass der Typ uns voll labert und irgendwas erklärt. Na gut, wenn wir jetzt mal weiter in der Szene gucken, sehen wir jetzt einen größeren Teil von der Karte, wo auch noch mehrere Punkte markiert sind. Also irgendwie recht interessant, weil irgendwie muss da ja was sein. Vielleicht sollen wir es ja auch einfach bombardieren oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist das irgendein Ziel. Und wir sehen jetzt auf einmal die kleinere Karte rechts daneben so gesehen, dass dieses rote markierte Feld kleiner geworden ist. Das bedeutet, es spielt sich nur in diesen Raum ab, würde ich jetzt mal vermuten. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen rechts oben schauen auf diese Tafel, warum sage ich Tafel, eigentlich auf die Fernseher, da sehen wir auch irgendwie so eine Art Weg, beziehungsweise wir können uns vielleicht entscheiden, wie wir diesen Raubüberfall gestalten wollen, wie in Story. Denn in Story-Modus können wir uns auch mindestens immer für zwei Wege entscheiden, wie wir irgendwas stürmen wollen, beziehungsweise rauben wollen. Eventuell laut oder leise, je nachdem. Und man kann natürlich auch versuchen, den englischen Text zu entziffern und vielleicht erhält man ja auch noch weitere Informationen. Auf den Bildern sehen wir natürlich jetzt wieder ein neues Fahrzeug, was wir bekommen werden. Vielleicht sogar noch ein zweites Fahrzeug, was wir bekommen werden. So genau sieht man es nicht, man sieht dann nur das Heck. Und wer weiß, vielleicht ist es schon ein Fahrzeug, was existiert. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gehen, sehen wir schon, dass Lester uns wieder irgendwas erklärt. Das bedeutet, er ist auf jeden Fall Leiter der ganzen Operation, so gesehen. Und Leute, man sieht ganz deutlich, dieser Raubüberfall ist für 4 Personen. Also, es bleibt wie beim alten. Raubüberfälle bleiben für 4 Personen. So, er labert jetzt natürlich und erklärt uns da jetzt was, was wir tun müssen. Und ihr seht jetzt noch eine andere Szene, wo der andere Typ uns was erklärt, wie was funktioniert wahrscheinlich. Und wir sehen unsere verdutzten Gesichter. So, hä, was hat er jetzt gesagt? Und wir sehen es natürlich ihn jetzt mal wieder von vorne. Und man sieht natürlich auch im Hintergrund den neuen Kampfhelikopter. Er sieht ja auf jeden Fall sehr, sehr schnieke aus und wird wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer sein. Aber na gut, das sind wir ja schon gewohnt. In der nächsten Szene sehen wir jetzt einfach mal das Logo, was natürlich wie immer fantastisch aussieht. Also mir persönlich gefällt es sehr gut und ja. Wenn wir jetzt aber in die nächste Szene reinschauen, sehen wir was ganz Interessantes, denn eine neue mysteriöse Maske. Die sieht auf jeden Fall richtig, richtig heftig aus und vor allem die Kleidung dürfte wahrscheinlich auch neu sein. Aber das geht ja alles relativ schnell vorbei. Wir müssen das mal ein bisschen anhalten und analysieren. Wir sehen auf jeden Fall da auch schon mal eine neue Handwaffe. So eine Art Revolver, aber natürlich mit aufgetuntem Teil wie Zielfernrohr, Schalldämpfer, was auch immer. Und vor allen Dingen kann man auch noch ein Design auch noch draufklatschen. Im Hintergrund sehen wir auch noch unsere Teamkollegen,
aber da sie das Licht von der Waffe anhaben, kann man da nicht so viel erkennen. Aber der Hintergrund ist auf jeden Fall richtig mysteriös. Ich würde sagen, es ist so eine Art Lagerhalle bzw. ein Serverraum. Also irgendwie sieht es aus wie so riesengroße Server, aber kann mich auch irren. Auf jeden Fall ist es so eine Art Lagerraum und wir versuchen da gerade irgendwie einzubrechen und irgendwas zu stehlen. Aber wenn wir jetzt mal weiterschauen, sehen wir jetzt auf jeden Fall, was uns alle irgendwie schockiert. Und zwar, Leute, sehen wir die Karte von Nordkorea bzw. generell die ganze Weltkarte. Aber Nordkorea ist auf jeden Fall ausgewählt. Das bedeutet, irgendwie wird vielleicht die Map größer. Man kann es nicht sagen. Wahrscheinlich ist es einfach nur in der Mission angezeigt, aber man darf eventuell hoffen, dass die Map größer wird. Aber auf jeden Fall was auf jeden Fall ganz Interessantes und was wahrscheinlich auch viel Gesprächsthema sein wird in den nächsten Tagen, ist einfach diese verfickte Atomrakete, die da angezeigt wird. Also was soll man dazu sagen, ne? Halt eine Atomrakete, die da gerade abgeschossen wurde scheinbar. Und wir sehen, Leute, ganz unten rechts die EAA Leaks. Das bedeutet, wir arbeiten für die EAA. Also wir sind so gesehen Angestellte von der Bundesbehörde. Auch mal irgendwie ganz interessant, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Aber na gut, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen, sehen wir auch irgendwie dahinter so eine Art Cyberwar. Also man kann es nicht genau sehen, da der Typ davor steht, aber irgendwas halt so gesehen Hackerisches, IT-Technisches, was da abspielt. Aber wir werden es am 12. alles erfahren. Wenn wir jetzt aber jetzt in die nächste Szene reingehen, werden wir auch was ganz Interessantes sehen. Und zwar sehen wir jetzt eine neue Waffe, beziehungsweise zwei neue Waffen. Einmal so eine Art Sturmgewehr, was man da sieht beim vorherigen Typen. Und beim hinteren Typen sehen wir auch noch so eine Art Schrotflinte. Aber halt, wie gesagt, eine neue Schrotflinte und ein neues Sturmgewehr. Sieht auf jeden Fall alles sehr interessant aus. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Waffen so sich machen. So, man sieht es auch natürlich ganz hinten. Der Typ hat auch noch eine normale Handfeuerwaffe, die natürlich auch mit Design vollgeklatscht wurde und so weiter. Wenn wir jetzt aber jetzt in die nächste Szene reingehen, sehen wir ein neues Flugzeug. Und zwar ein Flugzeug, was senkrecht in der Luft stehen bleiben kann. Was auch irgendwie recht interessant ist, sieht auf jeden Fall relativ moderner aus als dieses andere große Flugzeug, was wir letztens bekommen haben, was auch senkrecht in der Luft stehen bleiben kann. Dieses Flugzeug hat auch eine Kanone an Bord, das bedeutet, man kann es mit Waffen ausrüsten. Das bedeutet wiederum, wir können es in Hangar tunen und es ist auf jeden Fall kein Pegasus-Fahrzeug. Aber sonst ist das Design generell sehr schnieke und in der Luft stehen bleiben, warum nicht, ne? Praktisch ein Hubschrauber in Flugzeugformat. Wenn wir jetzt aber in die nächste Szene mal reinschauen, sehen wir so gesehen ein Flugzeuginneres. Also ich würde mal vermuten, es ist ein Flugzeug. Viele haben ja schon gesagt, es kommt eine mobile Einsatzzentrale, aber für die Lüfte. Ich schätze mal, das ist diese mobile Einsatzzentrale in der Luft. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig heftig aus. Man sieht auch ganze technische Sachen. Scheinbar so eine Art Waffensystem, da hier rechts vorne sitzt. Der da hinten macht irgendwas am Fernseher und die hinten labern einfach. Auf jeden Fall sehr interessant, so eine Art Frachtraum, was unmodifiziert wurde für unsere Missionen. Also eine mobile Einsatzzentrale halt. Wenn wir jetzt aber weiter schauen, sehen wir wieder Lester und natürlich den Namen. Und wenn wir jetzt den Namen im Hintergrund beachten, steht da TM02 Kaniali, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das, Leute, das werdet ihr auch noch später sehen, ist der neue Panzer, den wir auch später im Video sehen werden. Aber so heißt der Panzer, Leute, so heißt der Panzer. Wenn wir jetzt mal da drüber schauen, sehen wir so eine Art Auto, was in der Luft irgendwie gerade runterfällt oder irgendwie gerade von der Klippe gesprungen ist, whatever. Das ist das neue Offroad-Fahrzeug, was wir auch bekommen werden mit dem Update. Und generell sehen wir jetzt einfach im Hintergrund ein paar Locations, wo vielleicht was abspielen könnte. Und natürlich im Vordergrund ist natürlich Lester mit seinem PC. Natürlich sind wir da wieder so eine Art Bombe draufgeklebt, Pisswasser, Hacker und was ist ich? Go frag yourself. Frag ist Deutsch irgendwie? Natürlich ist wieder dieses Atomzeichen da, auf jeden Fall alles recht mysteriös und vor allen Dingen auch ein Alien draufgeklebt. Vielleicht ist es einfach nur so, aber wer weiß, was alles kommen kann. Wenn wir jetzt aber wieder eine Szene weitergehen, sehen wir auf jeden Fall das Fahrzeug, was mich bisher am meisten beeindruckt hat. Und zwar so eine Art Raketenabschussfahrzeug. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir es irgendwie tunen können und es kein Pegasus-Fahrzeug ist, aber auf jeden Fall, Leute, sehen wir da auch schon mal ein Nummernschild im Hintergrund. Das bedeutet wiederum, wir können es wahrscheinlich in die Garage stellen und es ist kein Pegasus-Fahrzeug. Würde ich jetzt mal persönlich vermuten, aber ich kann mich natürlich auch irren. So, er schießt natürlich Raketen auf die Helikopter ab und wenn wir jetzt mal genau hinschauen, Leute, er trifft eigentlich nur einen Helikopter mit den Raketen, aber die Raketen haben so eine große Explosionswucht,
dass die anderen Helikopter auch explodieren. Die Helikopter sind nicht neu, das ist wahrscheinlich die Savage aus den alten Heist-Missionen. So, jetzt gehen wir mal in die neue Szene rein und wir sehen natürlich wieder eine Lady, die uns wieder alles erklärt. Also eine neue Figur und wir sehen im Hintergrund natürlich unser Agent, der irgendwie auch daran beteiligt ist. Und natürlich wir vier als Lehrlinge so gesehen, die das Ganze verstehen wollen. Und Lester natürlich im Vordergrund, der natürlich über alles weiß. In der nächsten Szene sehen wir natürlich einfach irgendwie ein heftiges Fahrzeug. Man kann es nicht beschreiben, es ist so eine Art Polizeifahrzeug, aber auch irgendwie so eine Art Ram-LKW, so eine Art Bulldozer, wie man es auch immer beschreiben möchte, Leute. Es ist einfach heftig. Es hat auf jeden Fall Blaulicht, es hat 6 Räder, es hat Waffen oben drauf und vor allen Dingen vorne so eine Art Bulldozer, Schaufel bzw. Kuhfänger, wie man es auch so schön sagen kann, damit aber die Polizei auf jeden Fall wegrammen kann. Aber so wie es aussieht, ist es nur in der Mission, denn Polizei steht ja nicht so und wir können die so schön wegrammen. Ist ja meistens nie so. Aber man kann natürlich hoffen, dass es so eine Art Pegasus-Fahrzeug ist oder vielleicht sogar ein Fahrzeug, was man in die Garage stellen kann. Aber Leute, ich glaube irgendwie nicht daran. Deswegen würde ich mal sagen, es ist ein Fahrzeug aus einer Mission. Aber wenn wir jetzt mal das Ganze jetzt mal ein bisschen weiter scrollen zur nächsten Szene, dann sehen wir auf jeden Fall auch was richtig, richtig Heftiges. Und zwar, wir sehen ein neues Flugzeug. Und zwar ein Triebwerkflugzeug. Also kein Propellerflugzeug, nein, ein Triebwerkflugzeug mit Waffen. Es ist richtig, richtig heftig. Wir sehen auch die Waffen in Aktion. Und vor allen Dingen, Leute, es hat sogar Bomben an Bord. Das bedeutet, wir können das Flugzeug auf jeden Fall kaufen und im Hangar auftunen, da es Bomben hat und die Bomben auch abwirft. Das Flugzeug wird wahrscheinlich auch richtig, richtig schnell sein. Ich schätze mal so persönlich mal für 2 Personen und ja, man kann es halt auftunen mit Streubomben, Feuerbomben, was halt so bombentechnisch alles auftunbar ist. Ist auf jeden Fall richtig heftig und mein Geldbeutel sagt jetzt schon Aua. Wenn wir jetzt in die nächste Szene reingehen, sehen wir einfach so eine Art Mission, so eine Art Raubüberfall, der gerade kurz vor der Vollendung steht, denn wir stehlen was vom PC. Das bedeutet, wir ziehen einfach irgendwas vom Stick und versuchen es zu stehlen, zu hacken. Natürlich, die Outfits, die sie tragen, sind auch noch richtig, richtig genial. Und ich hoffe, Rockstar, dass ihr es möglich macht, diese Outfits zu kaufen und auch im freien Modus zu tragen. Aber wenn wir jetzt mal zur nächsten Szene gehen, sehen wir natürlich wieder unseren Agent und die Dame und natürlich Lester. Was man jetzt natürlich nicht so gut sehen kann, ist natürlich das Fahrzeug im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall ein neues Fahrzeug, Leute, aber es ist relativ verdeckt, was irgendwie ein bisschen schade ist. Und was wir ganz oben links sehen, Leute, ist vielleicht ein neues Flugzeug. Man weiß es nicht, man erkennt es einfach nicht. Auf jeden Fall ist es ein Flugzeug, was ich jetzt persönlich jetzt nicht irgendwie durch ein anderes Flugzeug erkennen konnte. Deswegen würde ich mal vermuten, es könnte ein neues Flugzeug sein. Oder Helikopter, kann ja auch sein. Vielleicht ist es auch ein großes Helikopter. Aber ich glaube eher, es ist ein Flugzeug. Wenn wir in die nächste Szene reingehen, sehen wir einfach mal kurz die Pumpgun in Action. Das bedeutet, wir sehen einfach die neue Schrotflinte. Natürlich auch noch richtig heftig gemacht mit der neuen Maske und den neuen Outfits. Na gut, wenn wir jetzt aber weitergehen, sehen wir einfach den DeLorean. Wie geil ist das denn? Scheinbar hat der DeLorean auch noch Waffen an Bord und wenn er seine gewisse Geschwindigkeit überschreitet, dann funktioniert sich der DeLorean um und das Fahrzeug fliegt einfach. Man sieht auch das hintere Heck auf einmal leuchten und es fliegt davon. Wie geil ist das denn, Leute? Als wäre es ein Flugzeug, aber auch irgendwie ein Auto. Also, es ist schwer zu beschreiben. Selbst wenn das Fahrzeug einfach 10 Millionen Dollar kosten würde, ich würde es auf jeden Fall holen. Wie geil ist das denn? Einfach abheben, wenn man es möchte. Na gut, in der nächsten Szene sehen wir jetzt natürlich wieder unser schöner Saal, wo wir alles erklärt bekommen. Natürlich mit der Agent, mit der Frau und mit dem Typ, der vorne steht, den wir sowieso nicht kennen. Wenn wir in der nächsten Szene reinschauen, wird uns die Szene erstmal einfach verblüffen. Denn dort sehen wir das Offroad-Fahrzeug, was ich euch schon eben gezeigt habe, was aber undeutlich war, weil es nur auf Foto war. Aber Leute, jetzt sehen wir es komplett. Und wenn wir jetzt mal genau hinschauen, Leute, scheint es so, als wäre das Fahrzeug für 3 Personen. Einmal der Fahrer, einmal der Beifahrer und einmal hinten, der auch noch ein Maschinengewehr bedient. Ist auf jeden Fall ein richtig heftiges Fahrzeug. Ich glaube, es macht auch richtig heftig Spaß, damit rumzufahren. Aber wenn wir jetzt mal die nächste Szene begutachten, ist leider nicht irgendwie viel zu sagen. Es ist zwar ein Tisch, wo wir die Karte drin sehen, wahrscheinlich so eine Art Bordkamera von irgendeinem Flugzeug, die da drauf gebeamt wird. Und ja, sonst sagt der Raum halt nicht viel. Ne? Ich schätze mal, es ist irgendwie neben dem Saal, weil im Hintergrund sehen wir ja den Saal. Man erkennt einfach nicht viel. Es ist so eine Art Kommandozentrale, würde ich jetzt mal vermuten. Aber man erkennt einfach nichts, was es darstellen soll. Man kann jetzt viel da reindenken, was es ist, aber wir werden eh erst alles am 12. erfahren, was es genau ist. Diese Szene ist halt ein bisschen mysteriös. Als nächstes sehen wir natürlich wieder unseren neuen Kampfhelikopter.
natürlich unauffällig. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen, sehen wir ganz klar, dass vorne zwei sitzen und hinten zwei sitzen. Das bedeutet, dieser Helikopter können insgesamt 4 Personen sitzen. Wie geil ist das denn? Und in der nächsten Szene, das ist natürlich auch ein Highlight des Trailers, wir sehen ein U-Boot. Ich persönlich glaube jetzt eher weniger, dass das U-Boot so kaufbar ist, beziehungsweise dass wir es halt so rumfahren können wie ein normales Boot. Ich glaube eher, es ist so eine Art Yacht. Es kostet einfach extrem viel Geld, aber wirklich machen damit kannst du es nicht, außer halt da drauf chillen, beziehungsweise da drinnen chillen. Aber natürlich sehen wir jetzt auch die neuen Fahrzeuge, die auch unter Wasser fahren können. Wie geil ist das denn? Ich schätze mal, wir fahren mit dem Fahrzeug zum U-Boot, das ist irgendwo so ein Eingang beim U-Boot, die fahren rein, das Wasser wird abgepumpt und ja, das Fahrzeug steht dann so. Auf jeden Fall ist es einfach generell diese Szene überwältigend, denn Leute, sowas gab es einfach noch nie im GTA Online, deswegen einfach nur wow. Einfach nur wow. Werden wir jetzt aber jetzt mal weiterschauen. Ich will hier gar nicht nach dem Preis fragen, Leute. Das interessiert mich einfach zum Null. Sehen wir jetzt einfach eine Rakete. Vielleicht ist es auch diese gewisse Atomrakete. Man kann vermuten, aber man kann nicht erkennen, wo das genau ist. Wo genau diese Rakete sich befindet. Aber Leute, egal. Es ist einfach überwältigend. Ich bin einfach generell überwältigt von diesem Trailer. Als nächstes sehen wir die EAA-Kommandozentrale. Sieht auf jeden Fall recht modern aus, recht gut gestaltet. Man sieht auch den Agent, man sieht auch die Frau und natürlich 3 von unseren Mitarbeitern. Als nächstes sehen wir natürlich jetzt wieder neue Kleidung bzw. die neuen Waffen in Aktion. Generell sieht das Ganze relativ cool aus. Natürlich ist ja von Rockstar so ein Trailer, aber die nächste Szene ist am interessantesten. Ich habe auch schon am Anfang gesagt, Leute, es gibt einen neuen Panzer und da heißt so und hier sehen wir den Panzer auch in Aktion. Er scheint relativ gut gepanzert zu sein, da er einfach nicht explodiert und wir sehen, Leute, dass er recht futuristisch aussieht und am Ende der Name da steht. Auf jeden Fall recht gespannt, wie viel das Ganze kosten wird. Als nächstes ist so eine Art Computerstimme auf dem Bildschirm, vielleicht eine künstliche Intelligenz, man weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall ist es recht interessant und Rockstar geht eine neue Richtung ein, denn sowas hatten wir einfach wirklich noch gar nicht. Aber Leute, jetzt kommt natürlich das Highlight des Trailers. Die Kirsche auf der Torte, würde ich mal sagen. Und zwar, Leute, Jetpacks. Ja, Leute, Jetpacks werden endlich hinzugefügt. Wie geil ist das denn? Ohne Witz, Leute, das ist kein Fake oder sonst irgendwas. Jetpacks werden hinzugefügt. Und wenn wir jetzt mal sehen, Leute, woher diese Jetpacks starten. Leute, ey, ich kann nicht mehr. Die starten von Mount Chiliad, wenn man genau hinschaut. Und es passt einfach. Vielleicht ist das Rätsel von Mount Chiliad ja gelöst. Leute, stellt euch vor, das Rätsel wäre gelöst. Wie geil ist das denn? Ich kann... Stellt euch einfach vor, dass... Oh mein Gott. Aber na gut, Leute. Wir werden hier alles am 12. sehen und dann wissen wir mehr, was jetzt Tacheles ist. Auf jeden Fall sind die Jetpacks richtig, richtig geil gemacht. Und ja, am Ende kommt natürlich wieder das Logo vom Update. Und Leute, ich muss sagen, ich bin einfach baff, was alles Rockstar hinzugefügt hat. Und deswegen, Leute, bin ich einfach richtig, richtig gehypt aus Update, was jetzt kommen wird. Und wenn ihr auch so richtig gehypt seid, schreibt es doch mal in die Kommentare. Aber zum Schluss, Leute, noch was Wichtiges. Und zwar das Thumbnail vom Video, was Rockstar reingestellt hat. Denn dort sehen wir auch ein paar Sachen, die uns noch ein bisschen Rätsel aufgeben. Denn wenn wir das Thumbnail jetzt einfach mal aufrufen, sehen wir es natürlich jetzt unten links, das U-Boot mit einem Fahrzeug, was unter Wasser fahren kann. Und man sieht natürlich so eine Art Wassermine. Und natürlich sehen wir jetzt daneben das Jetpack, was wir auch schon kennen. Daneben den Panzer, was wir jetzt mittlerweile jetzt auch durch den Trailer kennen. Aber Leute, was ganz kurios ist, oben rechts, da sehen wir natürlich das EAA-Kommandozentrale. Aber Leute, wir zerstören diese Kommandozentrale. Das bedeutet, es kommt irgendwann vielleicht eine Mission, wo wir gegen die arbeiten. Wo wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Also generell ist es einfach generell... Es ist einfach interessant, Leute. Man muss es einfach sagen, es ist einfach interessant. Und Leute, die haben echt viel in den Trailer reingesteckt. Man weiß jetzt schon sehr, sehr viel über das DLC, obwohl es noch nicht draußen ist. Natürlich, preistechnisch wird das mega viel kosten. Keine Frage, Leute. Mein Konto wird auf jeden Fall in Minus gehen, habe ich das Gefühl. Aber Leute, es wird's wert sein. So ein krasses Update gab es noch nie in GTA Online. Man denkt ja schon manchmal nach einem Update, ja jetzt noch ein Update, was noch besser ist als dieses Update, gibt es eigentlich gar nicht. Und Leute, doch gibt es. Die haben auf jeden Fall jetzt ein neues Level erreicht von DLCs. Aber ich kann es nicht oft genug betonen, Leute. Am 12. sehen wir ja, was jetzt Realität ist und was irgendwie sich nur erhofft wurde und doch irgendwie anders gemacht wurde.
Na gut, wenn euch diese Analyse gefallen hat, würde ich mich natürlich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.